Ja, hallo und herzlich willkommen zu Live for Speed in meinem Fahrschulsimulator. Heute spielen wir, wunderbar Wunder, wie der Titel es schon verraten hat, Fahrschule. So, da habe ich schon ein bisschen gemacht, aber wir fangen natürlich von vorne an. Das Laden ist immer sehr schön, wenn es ein bisschen hakt. Okay, unsere Aufgabe in der Testfahrt mit dem GTI. Willkommen in der Blackwood Rennfahrschule. In der ersten Lektion kannst du auf der Blackwood-Strecke herumfahren und dich an den XF GTI gewöhnen. Ja, alles klar. So. Starten wir das Ganze. Und hab ich breite Schultern. Sehr schön. Einmal den Kopf durch die Scheibe. Alles klar. So, eindeutig haben wir hier vorne einen Nazi. So was. Wie kommt der denn dahin? Haben sie da wieder die Mauern offen gelassen? So. Na dann. Bin ich zwar nicht so für, dass wir dem jetzt folgen, aber ne, wird schon richtig sein. Ne? Man weiß es ja nicht besser. Das ist ein böser Witz. Ich glaube, den schneide ich raus. Oder doch nicht. Do. Das Schöne ist ja echt hier, dieses. Oh, kommt da wer? Nö, kommt da keiner. Oh, dieses Umschauen, es ist so genial. Es macht einfach nur Laune. Und wenn man Auto fahren kann, also in echt, ne? Dann ist das hier überhaupt gar kein Problem mehr. Du weißt, wie breit das Auto ist. Ich könnte jetzt hier im Prinzip so. Ah, da ist schon meine Wand. Schade. Aber es ist einfach nur herrlich. Und vom Detailgrad her, ja, es reicht absolut aus. So. Ach ja. Gut, das Lenkrad ist tatsächlich wirklich ungefähr da, wo es hier in der virtuellen Realität ist. Sowas aber auch. So, wir fahren jetzt hier einmal aus der Boxengasse eine Runde und dann fahren wir, glaube ich, einmal noch eine Runde, weil wir müssen, glaube ich, einmal eine komplette Runde fahren. Eine Runde. Runde. Habe ich schon erwähnt, dass wir eine Runde fahren? Oh mein Gott! Also man kann auch mit einem Frontantrieb driften. Das ist überhaupt gar kein Problem, wie man sieht. Allerdings dieses Umgucken, besonders wenn man quer fährt. Gut, dafür ist dieses Auto jetzt nicht gerade gemacht, aber auch in die Kurven so reinschauen ist so viel angenehmer, als wenn man einfach immer nur straight guckt oder das über Knöpfe macht. Also über Knöpfe finde ich das gut. Es geht halt nicht anders, wenn man normal auf dem Bildschirm zockt, aber es ist so, so viel geiler. Also eine Stufe hier unter VR würde ich sagen, wenn man irgendwie so 3, 40, 50 Zoll Monitore oder sowas hat und damit dann zockt, weil damit, die kann man ja auch so schräg stellen, dass man sie wirklich auch nur mit dem Kopf umdrehen muss. Nur da hat man natürlich das Problem, ich weiß gar nicht, ob das vernünftig funktioniert, wenn das 3D-Monitore sind. Man hat irgendwie so eine Nvidia 3D Vision oder sowas auf der Nase. Keine Ahnung. Wird vielleicht funktionieren, aber es ist mit Sicherheit nicht so immersiv wie das, was ich hier gerade erlebe, weil ich sitze verdammt nochmal in diesem Auto drin und er hat das Tracking verloren. Das passiert schon mal. Das Problem ist, dass meine eine Box da im Hintergrund steht und eine da, so quer rüber, weil ich die noch nicht an die Wand geschraubt habe. Wenn ich die an die Wände schraube, werde ich die wahrscheinlich genau einmal so und so diagonal machen. Dann hätte ich nämlich direkt hier vorne so über meinem Sitzplatz eine Box. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller, weil die hinter mir sieht mich definitiv nicht mehr. Allerhöchstens, wenn ich jetzt so gucke, dann vielleicht, aber naja. Und wenn mich jetzt nur eine sieht, es geht. Aber manchmal, seltenerweise, verliert er das Tracking, was extremst scheiße ist. Also es wird dann einfach nur grau, so, aber es ist ein bisschen, als wenn man irgendwie, ne? Scheiße, zu viel G-Kräfte in der Kurve, pass out. Um das zu demonstrieren, habe ich gerade die Augen kurz zugemacht, aber ja. Und da merkt man wieder, wie schnell man drin ist in dieser Welt und wie gut man mit einem Fronttriebler hacken kann. Ja, driften kann, wollte ich sagen. Oh Mann. Wie schnell man einfach in dieser Welt drin ist und das akzeptiert.
was hier passiert und dass das alles real ist. Also richtig strange wird es natürlich. Wir haben es jetzt ja beendet. So, ich habe übrigens auch eine Handbremse, die habe ich mir rangebaut. Ne? Das Komische ist, wenn ich jetzt stehe, bleibt die Handbremse so lange an, bis ich wieder los. Ja, jetzt habe ich irgendwie geschafft, den Motor abzuwürgen. Ich jetzt die Handbremse betätige, funktioniert sie. Wenn ich jetzt aber stehen bleibe, bleibt sie an. So, ne? Erst wenn ich losfahre und ja, ich bin ein Held. Na egal, so, klack, klack. So, dann ist er an. Jetzt kann man nämlich etwas ganz Verrücktes machen. Ich muss noch einmal kurz mit dem Kabel aufpassen. Ich kann jetzt hier aus diesem Auto aussteigen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt in dem Video sieht man die Chaperone-Box wahrscheinlich nicht. Die ist hier vorne noch. Aber man sieht auch, diese Autos hier fliegen. Dieses Game ist... Es ist eigentlich ein Flugsimulator, deswegen fühlt sich das manchmal auch so komisch an. Nein, eigentlich fühlt sich ziemlich cool an. Der Fußboden ist jetzt ein bisschen zu nah, ist klar. Es ist aber sehr krass, einfach mal auszusteigen und diese Möglichkeit zu haben, auszusteigen. Das Problem ist, ich habe jetzt überhaupt gar keine anderen Chaperone-Boxen mehr. Meinen Sitz finde ich natürlich relativ schnell wieder. Irgendwo hier, da ist mein Lenkrad, weil da ist es ja auch in echt. Dann steigen wir mal wieder ein ins Auto. Ah. So, dann sitzt wieder richtig randrödeln und das Kabel da hinten, damit man wieder vernünftig sitzen kann. So, ich habe hier auch, das war komisch, da hat er fast die Verbindung verloren. So, da haben wir das Menü, ja, Glückwunsch, wir haben die Lektion bestanden. Wir sind ein Ass! Und ich würde sagen, damit erstmal als First Impression genug und weitere Folgen der Fahrschule folgen dann demnächst, ziemlich demnächst. Ciao!